Und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. So, jetzt wach doch mal auf da, du Kollege, du. Sag mal, hat er mit der Chloe einfach seine Elena betrogen? Er ist ja mal ein richtiger Mann, Alter. Kappa. Weiß schon, Drake, dass sowas das allerletzte ist, was du machen kannst, machen darfst, machen solltest, moralisch und so. In einer Beziehung. War ein ganz schöner Arschloch-Move. Sag mal, können wir da nicht durch? Gib dir ein bisschen Mühe, komm. Auf die Lehne und dann durch. Mit dem Körper. Anlauf. Anlauf nehmen. Und dann voll rein da jetzt. Vollspeed. Sag mal, willst du mich hier irgendwie rollen? Ach, das geht, ja? Hier hangelst du dich lang. Okay, das wird nicht funktionieren. Schade. Ja, ich bin ehrlich, ich bin gerade ein bisschen lost. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Spiel von mir will. Soll ich einfach da rüberspringen oder was? Ja. War gelogen, ich weiß ganz genau, was das Spiel von mir will. Ist mir dann wieder spontan eingefallen. Also wenn ich an manchen Stellen ein bisschen rumhänge, beschwert euch bitte nicht in den Kommentaren. Ich spiele das Spiel zum allerersten Mal. So wie eigentlich 90% auf meinem Kanal. Auch. Oder wie es manche YouTuber auch nennen, ich spiele das Spiel komplett blind. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswärter. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an.
Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Nathan, ich bitte dich, sei doch nicht so naiv. Genau das, was sie bei deinem Kumpel abzieht, zieht sie auch bei dir ab. Die will doch nichts von dir. Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Für solche muss man sich in Acht nehmen. Wie in alten Zeiten, oder? Ja, wann waren die noch gleich? Ich dachte jetzt schon. Okay, na dann, Einbruch. Warte mal, das kann nicht sein. Nicht? Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Warte, was? Dann sind wir drin, wie... Okay. Los geht's. Danke. Bitte. Mal wieder gerne. Waron, dein Freund und Helfer. Und Hobby-YouTuber in der schweren Zeit. Da. Bist du bereit? Ohne Fleiß kein Preis. Auf geht's. Mach mal auf hier. Alles klar. Ach so, geht schon weiter. Ich war gerade dabei zu gähnen und das Mikrofon zu richten, nachdem ich gegen geschlagen habe. Der bemerkte ich gar nicht. Greif mal die Leiter da oben. Was hier abgeht. Ja, ein bisschen schneller. Oh, jetzt muss er da noch ganz lässig drüber springen. Hab sie dir runtergeworfen. Dankeschön. Ach ja, das erinnert mich eigentlich so ein bisschen an das Spiel Mirror's Edge. Okay, hier geht's zum Hof. Wollte ich mir eigentlich im Zuge des Sales bei PlayStation kaufen. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Das Problem war nur, es war den einen Tag reduziert. Ihr seid so blöd, Leute. Hier ist es doch. Und dann, als ich den nächsten Morgen geguckt habe, war das Angebot geändert und das Spiel war wieder 20 Euro teuer und nicht mehr 5 Euro. Gut, 20 Euro gehen jetzt auch, aber... Wenn ein Sale ist, würde ich natürlich die besten Schnäppchen rausholen, ja? Um möglichst viele Spiele abzuräumen. Jetzt habe ich ein neues Angebot. Da kann ich 6 Spiele für 50 Euro rausholen. Ich halte das für einen guten Preis. Ne, man muss ja nicht unnötig zahlen, nur weil man Geld hat. Ich muss darüber, ha? Okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Okay. Oh, hier konnte ich was machen. Abgeschlossen. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment! Das ist eine Alarmanlage. Letztes Mal noch nicht an. Oh, klasse. Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich bauen die den Verteilerkasten direkt daneben, ne? Oh, lol. Naughty Dog Logo.
Wie geil. Das ist ja auch von denen, aber ich find's cool, dass sie das gemacht haben. So, darf ich fragen, wozu man zwei Wolfsexponate besitzt? So, wo ist er denn, der Verteilerkasten? Das sieht doch aus wie einer. Lass mich mal da hoch. So, das sollte gehen. Wow, das war schwer. Mist. Den nehme ich. Na, hallo, Kreis. Viereck, bumm. Gute Nacht. Da ist der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, dann los. Ja, okay, dann los. Na, dann. Also ein Assassine oder eine Lara Croft würde hier hochklettern. Scheint es wohl nicht so gut zu sein wie mein Lieblings-Videospiel-Charakter. Das funktioniert nicht richtig. Nach vorne und halten Sie Kreis gedrückt. Das tue ich. Es geht nicht. Okay, es geht dann, wenn du genau an der Kante stehst. Genau an der Ecke. Wir müssen auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Gut. Dann lass uns das tun. Klar, die sehen uns nicht. Mist. Los. Tut mir leid, Jungs. Boah, Alter. Dem wurde mal richtig die Fresse poliert. Das tut mir leid. Sorry, ich musste mir die Cutscene angucken. Okay, wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Es tut mir so leid, Junge. Voll aus dem Leben geschissen. Geschissen? Geklatscht? Wahrscheinlich geschissen, Digga. Yabancı. Genau. Boah. Krass. Ja, aber ich würde sagen, hier sehen wir uns nächste Folge an der Stelle. Bis dahin, bewertet gern den Part, lasst ein Abo da und teilt das Video mit euren Freunden und Familie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.